Sag mal, kannst du es nicht im Bad vorm Spiegel machen? Nein, weil wir in der WG sind und du das Bad blockiert hast. Kannst du mir bitte helfen, ich muss los. Machst du so ein Gesicht? Ich find's einfach nur komisch, dass du dich für Mertens auch noch so aufbrezeln musst. Das ist einfach meine normale Arbeitskleidung. Außerdem... Außerdem was? Vergiss es. Komm mir nicht so, okay? Ihr seid nicht zufällig ein Paar geworden? Nein. Wieso? Ja, wenn man euch so zuhört, das ist wie 20 Jahre Ehe. Weil sie die ganze Zeit Schwachsinn redet. Ich? Ich müsste nicht mehr für Mertens arbeiten, wenn du dich an unserem Plan gehalten hättest. Lasse Mertens ist nämlich im Gefängnis. Vielleicht, aber auch nicht. Ich hatte ihn bei den Eiern, das ist ein Fakt. Emilio, du hattest ihn zu keinem Zeitpunkt irgendwo. Du hast ihn einfach nur vorgewarnt und damit unsere Beweise zerstört. Okay, gut. Die erste Runde ging an ihn und die nächste geht an mich. Ich hätte dich einfach für schlauer gehalten. Moment, stopp. Willst du sagen, dass ich dumm bin? Nein. Nur weil jemand lokal gesehen was Dummes gemacht hat, heißt das noch lange nicht, dass jemand global gesehen auch dumm ist. Lokal, global, scheißegal. Weißt du, nur weil du auf der Uni bist, musst du mich nicht für dumm verkaufen. Emilio, das ist mein Problem. Kümmer du dich um deinen Kram. Geh lesen, geh shoppen, mach irgendwas. Bin ich auf einmal die Unitussi oder was? Weißt du, warum du für Mertens arbeitest? Weil du genauso bist wie Mertens. Karriere, Geld, geil, geil, geil. Und vornherum ist immer alles schön gerecht und sozial. Sieht ja auch besser aus, ja? Das hat er nicht so gemeint. Meinen Sie, 2 Stunden reichten für den Termin mit Brüggemann? Brüggemann, der sabbelt mir wieder ein Ohr ab. 2 Stunden zu praktisch, 2 Stunden zu viel. Darf es sonst noch etwas sein? Das passt so, vielen Dank. Ich trinke um diese Uhrzeit keinen Alkohol. Alkohol? Es ist ein Carajillo. Trinken die Spanier, kommt von Carajo und bringt ordentlich Tinte auf den Füller. Kein Füller, keine Tinte. Frau Cornelius, Sie müssen langsam etwas lockerer werden. Wenn Sie ewig versuchen, mir meine illegalen Machenschaften nachzuweisen, dann wird's auf Dauer auch öde. Keine Sorge. Mir macht das Spaß. Also immer noch Rache für Emilio Sanchez? Mir geht es nicht um Emilio. Mir geht es ums Prinzip. Prinzip hier? Eine nette Sache, wenn man sie sich leisten kann. Ja. Und Sie könnten sich Prinzipien leisten. Da haben Sie wahrscheinlich recht. Aber ich will gar nicht. Und wissen Sie warum? Weil es hier auf der dunklen Seite der Macht viel mehr Spaß bringt. Aber nur, bis einer das Licht anmacht. Der war gut. Sehen Sie? Und deshalb habe ich Sie auch noch nicht aufgegeben. Sie haben mich noch nicht aufgegeben. Kommen Sie, Frau Cornelius. Sie sind ein Rohdiamant mit dem richtigen Schliff. Den Sie mir verpassen? Den ich Ihnen verpasse, haben Sie eine großartige Zukunft vor sich. Herr Mertens, machen Sie sich um meine Zukunft keine Sorgen. Herr Brüggemann, freut mich. Ich bin ganz Ohr. Hast du einen Termin? Lass den Scheiß. Sei jetzt mal im Ernst, wenn du keinen Termin hast. Ich muss mit dir reden. Oh, wie komme ich denn zu dieser Ehre? Du kannst Lara nicht mehr so behandeln. Ist heute der internationale Standpaukentag? Ist mir vollkommen entgangen. Okay, ich mach's kurz. Ich weiß, du machst gerade eine schwierige Phase durch. Aber Lara hat sich sämtliche Beine ausgerissen, um dich aus der U-Haft zu kriegen. Sie hat immer zu dir gehalten. Jetzt hilft sie dir sogar, diesen Mertens dran zu kriegen, obwohl es für sie gefährlich ist. Und du behandelst sie wie ein Arsch. Normalerweise würde ich mich da nicht einmischen, aber wenn du dich nicht endlich benimmst, dann wirst du genau die Leute von dir wegtreiben, die es gut mit dir meinen. Das kannst du ja wohl nicht wollen, oder? So klingt es also, wenn du dich kurz fassen willst, ja? Gut. Du hast trotzdem verstanden, was ich will? Ja. Schön. Dann entschuldig dich bei ihr. Ja. Ausgezeichnet. Doch. Wenn der Verkehr so bleibt, 20 Minuten. Bis gleich. Brauchen Sie mich eigentlich noch? Brauche ich Sie eigentlich noch? Nein. Das ist eines dieser Geschäfte, das tatsächlich besser im Dunkeln bleibt. Oh. Herrenrunde im Darkroom. Witzig. Frau Cornelius, wenn das mit der Juristenkarriere nichts wird, dann können Sie immer noch Clownin werden.
Sagt man Clownin? Wie nennt man einen weiblichen Clown? Ich glaube, das heißt einfach Clown, Herr Mertens. Sehen Sie, ohne Sie wäre ich hoffnungslos verloren. Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend. Ja, Cornelius? Hi, ich bin's. Hi. Störe ich? Wie man's nimmt. Was gibt's? Naja, muss ich denn immer was wollen, wenn ich dich anrufe? Erfahrungswert. Gut, dann ist das diesmal nicht so. Ich wollte fragen, hast du schon Feierabend? Wollen wir vielleicht zusammen was trinken? Wir zusammen? Ja, hier im No Limits. Ich lade dich ein. Du lädst mich ein. Warum das denn? Wieso denn nicht? Wie war das nochmal? Lokal, global, du kannst mich mal. Geld macht Karriere geil und so weiter. Gut, pass auf, das habe ich überhaupt nicht so gemeint. Das tut mir leid. Wie bitte? Es tut mir leid, dass ich mich wie ein Arsch verhalten habe, okay? Ich hab einfach gerafft, dass... Ach, weißt du was, scheiß drauf. Olli hat mir einen Einlauf verpasst und er hat vollkommen recht. Ich habe mich wie ein Vollidiot verhalten. Du hast mir so oft geholfen und ich habe mich nie dafür bedankt. Und ja... Du sagst ja gar nichts. Ja, gut, dass du das auch mal bemerkst. Okay, pass auf, ich will auch nicht, dass du weiter für Mertens arbeitest. Also nicht wegen mir, okay? Ja, der Typ wird gerade ein bisschen aufdringlich. Aber das erzähle ich dir nachher in Ruhe. Okay, das heißt also, du kommst. Ja, ich glaube schon. Gut, also ich bin schon hier. Wie lange brauchst du? Keine Ahnung, so eine halbe Stunde oder so. Gut, dann bis gleich. Ciao. Ciao. Begehrtes Stück. Ich finde, das steht dir ganz gut. Was genau? So ein bisschen Demut. Netter Kontrast zu deinem Macho-Getue. Ja, zwei Standpauken an einem Tag sind auch für mich ein bisschen viel. Oh, so bist du auch sexy. Machst du mich schon wieder an? Hättest du wohl gern. Keine Panik, ich werde dein Date nicht weiter stören. Was für ein Date? Mit Lara. Schön, intelligent, riesen, Ich dachte, das ist der Grund, warum du immer so scheiße zu ihr bist, weil du heimlich auf sie stehst. Ich stehe nicht auf Lara und in nächster Zeit kann mir Frau noch gestohlen bleiben. Umso besser, dann habe ich wenigstens Chancen. Außerdem macht Liebe das Leben nur unnötig kompliziert. Meine Rede. Aber trotzdem sollte sie langsam mal hier aufschlagen. Wenn man vom Teufel spricht, schon meldet er sich. Soll ich sie ein bisschen schmoren lassen? Wenn das ein Date wäre, vielleicht. Manchmal klappt das auch so ganz gut. Sind solche Spielchen wirklich nötig? Eigentlich schon, aber ich glaube, ich mache mal eine Ausnahme. Ja? Emilio? Hör zu. Ich brauche deine Hilfe. Ich stecke im Auto von Mertens fest. Okay, ja, kann ich machen, aber was nochmal? Okay, was nochmal? Schwarze Limo mit getönten Scheiben und wo? Hier. Bis später.
Ja? Kein Problem, Herr Mertens. Ja, ich bin gleich bei Ihnen. Sag mal, spinn ich? Hart, du Vogel! Sag mal, hast du irgendein Problem oder was? Hä? Hey! 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 Komm, keine Zeit, los! Los! Hey! Hey! Hey, ich kann nicht mehr! Los, sag mal, du mich verarscht. Lauf! Sorry, warte mal. Ich glaube, der ist weg. Jetzt ist er auf jeden Fall weg.